So, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Werbung. Und zwar gibt es etwas, was es so in der Weihnachtsaktion noch nicht gab. Es gibt ein X-Mess-Bündel, zusammengestellt von mir. Normaler Preis 123,75. Kostet jetzt aber nur 99,90. Und da drinne ist zusammen der Klassiker, Digga. Der 540 Gramm Sipoli, Digga. Der Klassiker schlechthin. Mein persönliches Lieblingsteil im Shop. Dazu gibt es die Get On My Level Cap. Muss ja auch alles zusammenpassen. Und obendrauf noch ein paar Socken. Auch im klassischen Schwarz-Weiß-Look. Und diese wunderschöne, handsignierte, limitierte Spezial-Autogrammkarte. Das heißt, diese Autogrammkarte, also ich weiß nicht warum, Bruder, aber dieses Bild ist so beliebt irgendwie von mir. Ich weiß nicht, weil ich da wahrscheinlich hübscher als in Real aussehe, Kappi. Aber diese Autogrammkarte wird es nur zusammen zu kaufen geben in diesem Weihnachtsbundle. So ein Bundle haben wir noch nie gemacht. Und ich hoffe, ja, dass der eine oder andere von euch da vielleicht Interesse daran hat. Ist natürlich auch ein super Weihnachtsgeschenk, was man verschenken kann. Ich meine, man hat hier vier Dinge für einen Huni, okay. Und man spart am Ende sogar noch knappe 24 Euro. Man hat eine Autogrammkarte, die es nur in diesem Bundle geben wird. Und es gibt es halt auch noch, wenn ihr daran Interesse habt, zusammen mit dem Camouflage 540 Gramm Sipoli. So, Achtung, seid ihr bereit? Dann, wie ist dein Ping jetzt eigentlich? 60er? Hey, yo! Huch! Ey, Red! Moin! Red, Digga! Monty! Dein Aquarium brennt! Warte! Ja, ja, ja. Yeah. Oh, Bruder. Bruder, das verfolgt dich, glaube ich, bis zum Grab, ne? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe bis heute nicht, warum das von heute auf morgen auf einmal ein Meme geworden ist, Digga. Ich weiß auch, jetzt kommen so alte Clips von 1998 die ganze Zeit, Digga. Ja, jetzt ist ja bei Instagram überall irgendwie, bei TikTok irgendwie, gefühlt jeder zweite Clip droppt ja angeblich die N-Bombe, obwohl ihr nur Digga sagt. Das ist, Digga, dann die ganzen alten Stil-Clips. Cortito, gut, Digga. Jiggy, jagga, jagga, jugga, bugu, bugu, bugu. Nicht mehr normal, Alter. Nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Ey, Bruder, wann haben wir das letzte Mal zu dritt gezockt, Digga? Schon einen Augenblick her. Ja, locker 2 Jahre. 3 Jahre mindestens. 2,5 Jahre, würde ich schon sagen, ja. So in dem Dreh. Es gibt doch ja keine geilen Games aktuell, muss man einfach sagen, ne? Na gut, RP ist schon heftig, Digga, ne? Aber ist natürlich nicht jeder für jedermanns. Bruder, warum machst du nicht einen Kochkanal auf? Jetzt mal Real Talk. Ja, morgen. Machst ja, du morgen einen Kochkanal auf? Nein, oder? Nein. Ich mache ja wieder Videos so, aber so auf dieses bisschen Restaurants abchecken, aber selber kochen. Erstmal nicht, aber wahrscheinlich irgendwann in Zukunft so. Bruder, mach einen YouTube-Kanal auf, wo du deine Sachen machst, mit englischen Untertiteln noch. Am besten den ganzen Titel auf Englisch, Bruder, dann ist das dieses internationale Weltrekord-Ding, die Klicks. Digga, ohne Witz, ich koche aber nur Burger. Ich mach fast nur Burger, so weiß ich, mach fast nichts anderes. Ja, dann nennst du dich gleiche. Nicht Apo Red, sondern Apo Burger, der echte. Ja, harte Versuchung. Muss bald sein, Digga. Weißt du, wer eben bei mir zu Besuch war, Digga? Erzähl. Warte, ich trinke kurz einen Schluck, sorry. Mach das. Warte, wenn ich jetzt raten darf, wer war bei Ihnen zu Besuch? Tom war bei mir zu Besuch. Welcher Tom? Der damals die Klamotten besorgt hat. Supreme-Sachen geklärt hat. Ja, ja, normal. Der hat heftige Sachen geklärt. Ja, ja, ja. Aber Supreme ist aber absolut gestorben. Ja, ja, ja. Supreme ist gestorben. Unsere heftige Jacke, Digga, das war's mit der. Obwohl, welche? Die ist noch immer geil. Welche? Diese schwarze, die wir haben. Wir haben noch eine schwarze North Face Supreme-Jacke. Ja, die habe ich immer noch, Digga. Die ist an sich noch cool. Da kann man sagen, was man will. Ja, er hat mir die Dings verkauft. Er hat mir seine Gucci North Face Kombi verkauft. Die sieht eigentlich auch cool aus, habe ich auch mal eins gesehen. Als Jacke schon, aber, ne? Ja, ich kenne die Down-Jacke, sieht schon cool aus. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ich habe bezahlt für die Jacke einen Düsenjäger. Ich glaube, neu kostet die 1.300 oder 1.400. Ich hatte Tom eigentlich nur geschrieben, ob wie die Jacke bei ihm sitzt. Weil, also man muss fairerweise sagen, Digga, dieses ganze Modebusiness etc., diese ganzen unterschiedlichen Namen, die haben alle unterschiedliche Größen. Also es gibt nicht mehr dieses typische, du bestellst hier eine L. Oder pass auf, du bestellst was in 54. Also ich sag dir, Retti, ich sag dir eine Sache. Ich habe mir jetzt nun aktuell 6 Gucci Jeans gekauft. Alle so in der Preisrange zwischen 4 und 700 Euro, wollen wir mal, oder 4 und 600 Euro. Und eine einzige hat davon gepasst. Obwohl ich alle in der gleichen Größe bestellt habe. Das Ding ist, früher, es gab ein, zwei Schnitte. Das war's.
Ja. Aber heutzutage gibt es gefühlt 1 Million Schnitte für Hosen, für Pullover, für, ja, es gibt so 1 Million Schnitte, so für Hosen straight oder baggy oder skinny, ja, oder slimmy oder fatty oder specky, so, es gibt so 1 Million Schnitte, du weißt gar nicht mehr, was abgeht, so. Das ist schon relativ nervig, weil du halt einfach überhaupt nicht einschätzen kannst, also ich habe die Hosen dann alle verschenkt, die ich mir jetzt bestellt habe, die werde ich zum Schneider bringen, inshallah, wenn ich nicht vergesse, aber das ist schon ärgerlich, Digga, weil die Gucci-Hose, die ich jetzt immer so trage, die mir passt, ich habe mir eine andere Gucci-Hose genau in der Größe bestellt, wie die, die mir jetzt passt. Bruder, die ist halt einfach gefühlt einen halben Kilometer zu lang. Ja, das ist halt, wie gesagt, dann hat sie ja den Specki-Schnitt so. Kann man nichts machen. Was heißt Specki-Schnitt? Das wird aber auch, nein, das ist so, es gibt ja, wie gesagt, so viele verschiedene Schnitte, aber die sagen es irgendwie nicht richtig an. Und dann ist es mal so ein Schnitt, man weiß es halt einfach nicht. So, yeah, es kann sein, dass eine L oder eine 34 so richtig eng ist und die andere aber so richtig baggy ist. Ja. Das ist so, hast du auch keinen Bock mehr, dann zu shoppen. Ich habe letztens sogar echt überlegt, kennst du auch damals die Köln-Zeiten oder Hamburg, wo man einfach so 20 Caps geholt hat. Letztens drüber nachgedacht. Ja, das war eine echt lustige Zeit, mal ohne Witz. Wo wir in Köln an diesen einen Laden waren, da war irgendwie in der City so, da war da irgend so ein Laden, da haben wir so alle irgendwas geholt. Das war ein richtig cooler Laden eigentlich. Das war Kicks, glaube ich. Ja, in Köln waren wir noch bei so einem anderen Laden. Da sind wir so hochgegangen und da waren dann so verschiedene Klamotten von verschiedenen Brands und so. Da hat jeder irgendwie was gefunden. Das war Kicks. Das war doch mit diesem riesenlangen Cap-Regal, wo der Gang nach hinten durchging und hinten waren noch so ein paar gesneakte Schuhe. So auf heimlich. Richtig. Ja, das war Kicks. Richtig. Der Laden hat später zugemacht. Den gab es dann nicht mehr in Köln, glaube ich. Damals war das noch geil. Man konnte so ernst shoppen in the City. So. Ich hab das seit gefühlt 100 Jahr nicht mehr gemacht, so. Ja, ich muss auch sagen, ich habe das Shoppen auch verlernt. Mittlerweile bestellt man alles so online. Ja, man bestellt nur noch so. Aber es ist nicht das gleiche Feeling, ne, so irgendwie. Und irgendwann so schockt dich auch gar nicht mehr, so. So, mich schockt das gar nicht mehr. Klamotten und Sneaker habe ich durchgespielt. Ich habe so gar keinen Bock mehr, so, weißt du? Ich bin seit Jahren da raus, so. Aber hast du dich Minus gemacht mit deinen Sachen? Nö, also ich habe ja, Gott sei Dank, weil ich ein paar Mal so ein paar Deals hatte, ja, so mit ein paar Seiten, so wo man halt so spezifisch Sachen verkaufen, so extra, du weißt doch, diese Schuhe und Klamotten verkaufen konnte, ja, habe ich sogar Plus gemacht. Also ich hatte jetzt immer in der verrücktesten Phase, hatte ich ja 400 Paar Schuhe gehabt, weißt du? Mhm. Ich habe jetzt 70 Paar Schuhe, ne? Aber es sind halt wirklich die Verrücktesten der Verrücktesten, also für mich persönlich, weil es ja subjektiv am Ende des Tages, ne? Nur die mir persönlich so gefallen, ist ja alles so ein persönlicher Shit, so. Kannst du dich noch an die Schuhe erinnern? Die hatten an der Seite, das waren Nikes, die hatten an der Seite so einen langgezogenen Faden, die gab es in Schwarz und in Braun, in Schwarz und Weiß, die hatten so Art Gucci-Farben an der Seite, wie hießen die denn? Undefeated Air Max 97. Ja, genau, richtig. Wie sind die? Die hatte ich in Schwarz und Weiß. Ich habe die damals für 400 bis 500 Euro geholt. Ich weiß nicht, wie die sich. Ich glaube, die sind relativ ähnlich im Preissegment. Das sind so Schuhe, die passen dir. Die stehen ja unnormal. Das ist so richtige Montana Black Schuhe. Ich habe die auch in Weiß und Schwarz neu oben stehen noch. Ja, die sind geil. Das sind geile Schuhe. Ja. Weißt du, woran ich mich noch erinnere, Digga? Aber warst du da überhaupt dabei? Ich glaube nicht, ne? Du warst später, glaube ich, auch mal in Los Angeles. Warst du mal in Los Angeles in diesem Sneakerladen? Ich war einmal. Ich weiß, ob ich mit dir da war. Bei diesem COD-Event, da warst du nicht dabei. Ich war bei einem COD-Event auf jeden Fall dabei, aber ich weiß nicht, ob das Event war. Also, mit mir und Allotrix? Nein, da warst du nicht dabei. Nein, da war ich nicht dabei. Das waren schon gute Zeiten, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Bist du jetzt in die Türkei 100%. Gezogen, oder was? Ich bin jetzt nicht offiziell, ich bin seit 2 Monaten hier, über 2 Monaten. Ich will den Hasen mal austesten. So, ich wollte mal so, wahrscheinlich mal, ich habe auch letztens eben gerade zuvor mit Stil geredet, so, warum nicht so mal ein paar andere Sachen austesten, so, weißt du? Einfach mal gucken. Ich meine, wir sind auch junge, frische Hasen, oder nicht, ne? Wie alt bist du nochmal? 24? Nee, mittlerweile leider schon 33, Digga. Ach so, ich dachte 24 oder 25. Nee, leider nicht. Auf jeden Fall so, einfach mal so abchecken, mal dahin, weil ich bin ehrlich, ich hab's nicht bereut, so, ist voll cool. Ich war die ganze Zeit in Deutschland, so die ganze Zeit, so. Mein Leben lang, weißt du? Und ich dachte so, komm, einfach mal austesten. Ich habe ein paar Boys hier am Start so und ich habe es nicht bereut. Das ist cool. Das ist mal eine coole Erfahrung, weißt du? Wie ist es für dich jetzt in der Türkei? Boah, also erstmal so komplett ungewohnt, ne? So, weil du kannst erstmal die Sprache gar nicht, ne? Das ist erstmal so Minus. Aber so, ich muss echt sagen, du kannst auf jeden Fall einen extrem hohen Lebensstandard hier haben, ne? Weil natürlich 1 Euro aktuell 15,5 Teller, ne? Teller ist ja diese Währung hier. Sagen wir mal so, realistisch gesehen ist in Türkei irgendwie alles etwa 4 bis 5 Mal so günstig. So. 4 bis 5 Mal. Also gehst du einkaufen, ist es in der Regel so 4-mal so günstig. Gehst du irgendwo geil schick essen, ist es 4-mal so günstig. Und ich schwör's dir, das schockt schon. Also du hast mehr für dein Geld im Grunde, ne? Du hast mehr für dein Geld, so.
Und ich bin da, wie gesagt, bei keiner normalen, stinknormalen Wohnung. Ich wollte auch kein Haus erstmal, sondern so eine Residenz, wo du auch schwimmen kannst und hier und Tralodi, so richtig coolen Service. Digga. Ja, und das ist cool, das ist wirklich, es ist echt cool. Die Audioqualität war so ein Schmutz, Digga. Ja, Bro, 10 Jahre keine Videos mehr gemacht. Oder also ein Abo, er die au. Bruder, diese 10 verschiedenen HDX-Kameras und am Mikrofon ist es wieder gescheitert, Digga. Ja, absolut verkackt, aber ey, ich arbeite daran. Also. Scheiße, Digga. Zu lange raus gewesen, was soll ich machen, Digga? Okay, ey, Jungs, seid ihr in Fortnite drin, oder was? Sagt ihr, schifft die Chefs landen? Ich hab dich eingeladen, Stili. Du musst dann Retti-TTT einladen. Hey. Jetzt komm. Okay. Retti, kannst du vielleicht mal einen Jiggy-Jugga-Jugu-Jackson rüberschicken? Oh mein Gott, ein Jiggy-Jugga-Jugu-Jugu-Baga-Poko-Poko-Moko. Wie kamst du darauf eigentlich? Man muss aber den Arsch nochmal kriegen. Ich krieg daily, ne, von so vielen Leuten immer so Clips geschickt, ne, so irgendwelche behinderten Clips, oh mein Gott, Alter. Ey, ich hab TikTok echt unterschätzt, Mann. Das Schlimme ist auch, dass dieser Algorithmus von TikTok, beziehungsweise von deinem überwachten Google Chrome und bla, Bruder, mir werden auf TikTok jetzt, weil ich wieder so viel Fortnite aktuell für mich privat ausspiele, so viele Videos gezeigt und vor allen Dingen ganz traurig, Digga, die alten Clips aus der gesamten Szene. So aus Season 2, 3, 4, diese ganzen alten, berühmten Clips. Und das ruft so nostalgische Sachen aus. Waren schon Legendenzeiten, ich bin ehrlich. Also. Aber ich habe gehört, du hast immer noch Hände. Ich bin immer noch der Beste auf dem Universum. Selbst Philipp wie eh und je. Triple Nuclear, live. 10. Digga, das war ein Aber das war wirklich auch also ein legendäres Video, Digga. Ja, das war, guck mal, du musst mal so überlegen, was für ein Schicksal das auch ist. Ne? So, man hat sich darum gestritten. So, du musst ja auch diese Backstory, so muss man sich auch mal vorstellen. Ich war so mit Marcel Skorpion, und mit Visca Bass und ein paar anderen im Discord-Call, Skype oder so. Wir haben so diskutiert, so, ja, wie, einer von uns wird die erst Triple machen und die so, nein, einer von uns. Ich so, nein, passt auf und so, I save einer aus meinem Team und so, ne. Da war man einfach so der Erste, auf der Welt, so, der die Triple Nuclear live gemacht hat. Das ist schon so, dieser Weltrekord, das ist so voll crazy einfach. Einfach auf Weltrekordbasis angelehnt, so. Das Bro, das war gefühlt, so. Digga. Das waren die Zeiten, wo Visca Barca vom Impact-Clan zum Apokalypto-Clan gewechselt ist oder so. Da habt ihr noch ein Statement-Video hochgeladen auf der Map Standoff, wo ihr darüber geredet habt. Das weiß ich doch. Das war die Zeit, wo ich gerade mit YouTube so ein bisschen angefangen habe und das Ganze verfolgt habe. Ist da, ich glaube, Anton entweder vom Apokalypto-Clan oder vom Impact-Clan gewechselt. Genau, wir haben ihn so rausgesneakt. Ich weiß gar nicht. So was errichtet. So rausgeekelt. Nein, Spaß. Da kann ich mich noch erinnern, Digga. Das war eine gute Zeit, Mann.